Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei die Gilde 3. So, wir wollen heute mal richtig Organisation machen. In der Kräuterstube. Schattendurch wollen wir, dass 20 hergestellt werden. Gut. Dafür müssen wir wahrscheinlich 20 Flachs einkaufen. Ne? Lass uns einfach mal rückwärts aufbauen, würde ich vorschlagen. Wir brauchen auf jeden Fall Schattendolche. Dafür brauchen wir ein Dolch und ein Flachs. So, ich hätte gerne 20. 20 mal Schattendolch. Dafür brauchen wir 20 Dolche und 20 Flachs. 20 Flachs. 20. So. Nee. Und. Wobei, am besten wäre Flachs immer doppelte Menge auf Lager, damit immer was da ist und immer Schattendolche produziert werden können. Weil wenn die erst losfahren, wenn null ist, ist auch scheiße. Lass uns das mal auf 40. Die Sachen, die wir einkaufen müssen, stellen wir auf 40. Das heißt, Dolche müssen wir auch auf 40 stellen. Da haben wir einen. 40. Ja, nicht 04, sondern 40. Und 40. So, dann haben wir das schon mal eingestellt. Dann werden 20 Schattendolche hergestellt. So, wir brauchen immer Kräutertee auf Lager. Dafür brauchen wir einmal Kräutertee, einmal Wasser. Davon hätten wir auch gerne immer 20 auf Lager. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall 20 Wasser. So. Und Kräutermischung. Da brauchen wir Lavendel und Brombeere. Also einmal Lavendel. 20. Und Brombeere. Damit wir die Kräutermischung herstellen können. 20. Dann können wir nämlich Kräutertee herstellen. Und dann brauchen wir diese Kräuterverbände. Dafür brauchen wir auch nochmal Flachs und Kräutermischung. Gut. Hätte die Kräuterverbände auch gerne 20. Bestätigen. Dann müssen wir Kräutermischung und Flachs hochstellen. Flachs kaufen wir ein. Das heißt, wir müssen Lavendel, Brombeere und Kräutermischung auf 40 stellen. 40 bestätigen. 40 bestätigen. 40 bestätigen. Und Flachs brauchen wir, ne? Sumpfwurzel brauchen wir nicht. Flachs können wir selbst produzieren. Aus Steinlilie, dann brauchen wir Flachs ja gar nicht einkaufen. Wofür brauchten wir jetzt Flachs genau? Ganz vorne, ne? Eine Steinlilie für einen Flachs. Gut, dann sammeln wir Steinlilien. 20. Und machen daraus 20 Flachs. 20. Bestätigen. So, Sumpfwurzel können wir aktiviert lassen, das wird aber einfach nicht hergestellt. Nicht genügend Lagerkapazität. Achso, ja, genau deswegen. Sumpfwurzel brauchen wir eigentlich für nichts, wenn ich das jetzt richtig sehe, ne? Kräutermischung, Eimer mit Wasser. Lavendel, Brombeere. Das wird nur gesammelt. Dolch und Flachs. Lavendel wird gesammelt, Wasser wird gesammelt. Flachs wird aus Steinlilie gemacht, das könnten wir sammeln, brauchen wir aber nicht. Kräutermischung Flachs. Brombeere, nö, brauchen wir alles nicht. Wird das gesammelt? Ja, ne? Brombeere wird, glaube ich, gesammelt. Wo ist denn jetzt hier das Problem? Die Sumpfwurzel ist das Problem, die brauchen wir nämlich gar nicht. Gut. Dann machen wir mal auf relevante Waren. Kräutertee hätte ich gerne immer 20. Das reicht vollkommen aus.
Kräutermischung haben wir auf 60 gestellt, ne? Dann lassen wir es auch auf 60. Ne, das wird nur 60 mal ausgeführt. Auf was haben wir denn die Produktion gestellt? Euer Ansehen ist gewachsen. Auf 40. Eigentlich alles auf 40. Nee. Lavendel, Brombeere und Mischung auf 40. Der Rest auf 20. So, 40. 20, 20. 20, 20. Lavendel 40. Euer Ansehen hat sich verschlechtert. 20. Sumpfwurzel 0. So, das ist richtig, ne? 20, 40, 20, 20, 40. Dolch habe ich auch 40 gesagt. 20, 20. Kräuterverbände 20. Brombeere war 40. Nee, war Brombeere wirklich 40? Gucken wir mal nach. Ja, Brombeere auch auf 40, ist richtig. Und dann machen wir Verkaufslager. Machen wir mal auf 105. Familienmitglied. Da können wir auch 20 machen, das reicht vollkommen aus. Schatten durch machen wir auch auf 20 und 105. Und 20. Kräuterverband 20. Ah, jetzt macht er das hier schon wieder so. 20 und das hier auf hier 5. So, der Rest wird nicht verkauft. Dann müsste das ja eigentlich so hinhauen. Nehme ich mal an. Die sind unterwegs. Ne, nur der eine ist unterwegs. So, da haben wir einen Stufenaufstieg. Geschick. Und nochmal Geschick. Es wurde Klage gegen eure Familie eingereicht. Kann ja gar nicht sein. Oh, wir müssen was wählen. Ich wähle mich selbst. So, das ist gegen mich. Na, da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich unschuldig bin, oder? Bestätigen. Bin doch quasi die Unschuld in Person. Da gibt's doch gar keinen Zweifel dran, oder? Seht mich doch an. Auch wenn ich nicht unschuldig bin, wer dann? So, damit haben wir das Kräuterhaus eingestellt. Wir behandeln weiterhin Personen, was großzügig und rechtschaffend ist, meine ich. Ich hoffe, ich gucke nochmal nach. Ich hoffe, das macht aber nicht so unsere Bemühungen kaputt. Das ist rechtschaffen, großzügig und diplomatisch. Machen wir auch nur zwei, die bedienen. Oder? Ja, komm, machen wir voll. 4. Können wir hier eigentlich irgendwas erweitern? Wir könnten noch einen Vorknecht einstellen, das brauchen wir aber nicht. Produktion ist auf Maximum. Ah, das ist okay so. Wie stehen wir bei der Diebesgilde da? Ja, es geht in die richtige Richtung, würde ich mal sagen. Jetzt nicht. So, wenn du, unser Herr Bürgermeister, versorgt bist, dann würde ich vorschlagen... wie steht es eigentlich mit unseren Kindern? Klingt hier denn schon wieder? Das ist echt nervig. So, wenn unser Bürgermeister versorgt ist, dann wollen wir mal gucken. Die Kinder. Davon schon irgendwer aus der Kindheit rausnehmen, ne? Nö. Aber das sehe ich hier auch gar nicht. Das kann ich viel besser hier gucken. Ich habe nichts gemacht. Ihr seid alle noch Kinder. Aber gut, hier, die Eleanor, die ist schon 12. Die ist nah dran, erwachsen zu werden. Bin gerade am Überlegen. Das ich bin schon ganz schön groß. Das kitzelt. Ich glaube, den los, Georg... Mich noch mal. Den Georg behalten wir zurück, damit der auf hier Diebesexkursion geht, wenn mal welche im Angebot sind.
Und der Rest arbeitet ganz normal in den Diebesunterschlüpfen weiter, würde ich sagen. So, nächster Schritt. Irgendwas wollte ich nachgucken, ich habe es vergessen. Das mit den Lagerregeln müsste ja jetzt alles funktionieren. Dauert ein bisschen, bis es sich einpendelt, aber es sollte eigentlich funktionieren. Wir könnten natürlich alle Sachen mal durchgehen. Was mache ich denn? Alle Sachen mal durchgehen. Denn auch wirklich alles auf Null steht. Außer das natürlich, was wir behalten wollen. Fischöl 40 soll er beschaffen. Jemand ist in eines eurer Gebäude eingebrochen. Deine Linie steht auch nicht auf beschaffen. Das hätte mich auch gewundert. Die muss aber auch nicht auf Lager haben, ne? Nicht, dass er das macht hier. Doch, die will er 20 auf Lager behalten. Warum das denn? Bin weg. Null. Muss ich jetzt echt alles nachgucken? Wasser. Warum verkauft ihr kein Wasser? Ach so, weil ihr Feierabend habt wahrscheinlich, ne? W-A-S. Einmal mit Wasser. Warum 20 behalten? Null. Weg damit. Habe ich ihn da eingestellt? Knochen, Armreif. Jemand ist in eines eurer Gebäude eingebrochen. Kann auch Müll. Null. Null. Knochen, Leim. Null. Kann alles weg. Knochen, Staub. Null. Was haben wir noch? Schädellampe. Das habe ich ja behalten. Das sollten die ja eigentlich in den Schmugglerlöchern verkaufen. Aber es funktioniert ja nicht so. Haben wir hier Brombeere? B-R-O. Brombeere 0. Edelsteinring kannst du tatsächlich behalten. Ja. Knochenleim hatte ich jetzt auf 0 gestellt. Alkohol? Warum hast du den noch nicht verkauft? A, L. Ja. Geht auf 0, okay. Was habe ich auf 0 gestellt? Das ist ein Kräutertee. K, R. Kräutertee steht auf 0. Sehr schön. Und Kräuterverband. K, R. A, Umlaut. Kräuterverband steht auch auf 0. Sehr schön. Gut, es ist Nacht und brauchen die halt ein bisschen, bis sie verkauft haben. So, hier können wir uns bewerben. Und zwar, lass uns, ja, Guthard oder Erdmunde. Bewerben. Erdmunde ist gerade an erster Stelle, ist auch erst 30. Na? Hört doch mal auf, mich immer anzuklicken. Bestätigen. Bestätigen. So. Entscheidet euch. Ich nehme mich. Bin ich voll für. Ich bin voll für mich selbst. Es wurde Klage gegen eure Familie. Achso, das ist ein Kind. Ach, schon wieder Klage eingereicht. Meine Fresse, so langsam ist aber plädieren. Unschuldig. Unschuldig bestätigen. So, ich werde sowieso immer freigesprochen, solange ich das Richteramt voll und ganz unter Kontrolle habe. Jetzt nicht, bitte. So, du bist hier in der Heilerstube und lässt dich behandeln. Das ist okay. Wir wollen jetzt mal was ganz Tolles machen. Der Napfel. Wir wollen doch hier Magiergedöns, ne? Was brauchten wir hier? 6000 Einfluss. Einfluss kriegen wir leider nicht so einfach. Gut, wir könnten noch Beziehungen aufbauen. Die Produktion wurde unterbrochen. Jetzt nicht, bitte. Und warum? Warum bringst du das denn nicht weg? Tarngugel. Die Produktion wurde unterbrochen. A-R. Null. Tarnmantel. Null.
Schatten durch. Null. Goldhalskette. G-O. Goldkette. Null. Tiefer ist klar. Einmal mit Wasser. Echt jetzt? E-A-S. Geht auf Null. Dunkler Talisman sowieso. Gewand eines Bürgers ist doch alles auf Null, oder? Da haben wir hier irgendwo Baderseife oder so ein Blödsinn. 3 Uhr morgens und alles in Ordnung. Nee, steht also auf Null. Die ist einfach nur zu langsam, der Fuhrknecht, ha? Ach, weil die Feierabend hat, bringt sie die Sachen nicht weg. Ja, Mist. So, was ist hier jetzt schon wieder? Unschuldig bestimmt nicht. Bin beschäftigt. So, Produktion wurde unterbrochen. Achso, auch wieder hier. Wir sind gerade eigentlich dabei gewesen. Wir wollten mal wieder wen entführen. Eigentlich entführe ich bei denen hier ich gerne. Euch nur meistens zu haben sagen. Die nicht nur Geld. Die haben nur 17.000, das lohnt nicht. Wie sieht's denn bei den Napfel aus? Habt ihr mir etwas anzubieten? 35.000, das ist in Ordnung, damit kann ich leben. Lass uns mal nachgucken, Familie Napfel. Oberhaupt ist 27 und ist der Landesherr. Wollt ihr eine Abmachung treffen? Ach, du hängst in deinem Patrizierhaus fest. Was ist hier jetzt schon wieder am Blinken? Keine Ahnung. Gut, den kann ich nicht entführen, der hängt im Landeshaus, in seinem Haus fest. Die rechte und die linke Hand. Wer ist da mit 37? Ist mir schon fast zu alt. 36 ist auch nicht besser. Ist betrunken. Habt ihr mir etwas anzubieten? Rennst du hier rum? Sehr schön. Ich kann hier gerade unmöglich weg. Warum? Was wollt ihr? Hallo? Ich bin gerade beschäftigt. Beleidigen? 71%? Dann gib mal Gas. Ist hier noch was frei, wo wir uns bewerben können? Sieht nicht so aus, ne? Da haben wir uns beworben. Sieht alles ganz gut aus. Ich kann hier gerade unmöglich weg. Gerichtsverhandlung wurde angesetzt. Pferde. Haben wir das eingestellt? Ja, ne? Ich glaube ja. Ich glaube, Reitpferde hat man eingestellt. Verbreitet Gerüchte. Hört mir mal genau zu. Das wird angegriffen. Oh, sehr schön. Wo ist dein Scherge? Der sollte eigentlich helfen. So im Idealfall. Weil die sollte auch gleich entführt werden. Eine Gerichtsverhandlung. Ach, du hast kein Pferd. Müssen wir Schergen noch mit Pferd ausstatten. Nur 60%? Na egal, versuchen. Was ist? Ist der Bürgermeister, du kannst deiner Arbeit weiter nachgehen. Die Diebesgilde. Müssen wir gleich gucken, ob wir einen frei haben. Hat das geklappt? Fehlschlag. Ah. Schon wieder 10.000 Tonnen geklopft. In letzter Zeit. Die hat doch ein Pferd, warum ist sie denn nicht hinterhergeritten? In letzter Zeit funktioniert das mit dem Entführen ganz beschissen, muss ich sagen. Ein guter Plan. Wer von unserer Dynastie ist denn jetzt nirgendwo so richtig beschäftigt, dass wir den hier losschicken können? Ist das nicht noch immer hier der Ingwin? Hieß der so? Wo ist er denn? Bin ich wieder. Bin beschäftigt. In Wien? Ich bin gerade beschäftigt. Hast du dich auf irgendwas beworben? Ja, hast du. Mist. Haben wir noch irgendwen? Ich muss mal kurz anders hinsetzen hier. Haben wir noch irgendwen, der frei ist, der sich noch nicht beworben hat? Das wäre ganz toll.
Wir haben leider keinen, der noch ohne Titel ist, ne? Die ist noch nicht alt genug. Ich kann gerade nicht. Richterin. Ich bin gerade Richterin, Ratsassistent, Bürgermeister, Stadtdienerin. Bin beschäftigt. Ja, bleibt eigentlich nur noch er oder bin sie? Gerade beschäftigt. Jetzt nicht. Unser Oberhaupt kann nicht. Ich kann mich nicht dran erinnern, dass der das kann. Bleibt nur Juliane. Juliane ist ja derzeit ohne Titel, ne? Genau, sie war Bürgermeisterin, aber die Amtszeit ist beendet. Ja, dann bleibt nur noch Juliane. Sie ist allerdings schon 54 und nicht ausgerüstet. Hat die denn, was hat die denn? Obwohl, die kriegt ja auch die ganzen Bonis auf Heimlichkeit, ne? Juliane, sei doch mal so gut und geh mal zum Lagerhaus. Das sich dort befindet, wo ich gerade nicht bin. Auf der Rückseite vom Dom. Jawohl! Lagerhaus. Da solltest du eigentlich alles finden, was du benötigst. Oder auch nicht. T-A-R. Doch, sollt ihr eigentlich alles aufheben. Hab doch gerade eingestellt gehabt. Ah, hier habe ich auch noch nicht eingestellt. Das muss ich auch noch machen. 0. 0. Lassen wir erstmal so. Der Fuhrknecht ist unterwegs. Oh, schön, der hat einen Dolch geklaut. Ein Dolch weniger, den wir einkaufen müssen, um Schattendolch herzustellen, ne? Wir überlegen, ob wir vielleicht zusätzlich Fuhrknechte einstellen müssen. Weil das ist ja doch teilweise ganz schön viel, was die hier zusammen klauen, ne? Bin mir nicht sicher. Ich bin sogar überlegen, ob wir die ganzen Diebe mit Pferdekarren ausrüsten müssen, damit die mehr Slots haben, wenn sie Einbrüche begehen. So wie unser guter Kollege in dem Diebeshaus hier oben. Nee. Wo ist denn das Diebeshaus? Hier oben, da. Der hier. Der macht nämlich nur Einbrüche. Und der hat einen Pferdekarren. Der hat 4 Slots. Huch. Warum ist denn hier so viel? Achso, sie ist am Wegbringen. Gut, dann bring die mal weg. Wollen wir mal weiterlaufen? Er ist da gerade am Einbrechen. Die Produktion ja, ist gleich fertig mit Einbrechen. Ein Familienmitglied wird angegriffen. So. Und? Hast du jetzt 4 Slots rausgeholt? Nö, du hast gar nichts rausgeholt. Das war ja erfolgreich. So, Stufenaufstieg, der 5. Geschick. Soll ich ein Kraut zerstoßen? Eine Kräuterhütte wurde Produktion unterbrochen. Der vierte wird angegriffen. Für Schweinerei. Kräuterhütte Produktion unterbrochen. Warum? Echt nervig. Vielleicht soll ich da doch mehr Lagerslots freischalten. Moment, andere Richtung, ne? Hier müsste das sein. Warum wurde die Produktion unterbrochen? Sieht doch gut aus. Ist doch alles da. Ihr könnt alles produzieren. Ihr könnt nur keine Steinlinie mehr sammeln. Was ja eigentlich auch kein Problem darstellen sollte. Aber wir sollten trotzdem Erweiterungen. Lagerslots, warum können wir das nicht kaufen? Ah, maximale Anzahl von Erweiterungen. Können wir leider nicht erweitern. Ja, das Problem ist, dass die einfach alle anfertigen. Jetzt wird hier 1, 2, 3 mal
hintereinander Schatten durch angefertigt. Gut, das kann nicht gesammelt werden, aber davon haben wir auch noch 60 Stück auf Lager. Ist also eigentlich in Ordnung. Ich bin gerade überlegen, was haben wir denn jetzt? Eigentlich nichts, ist doch alles in Ordnung eigentlich. Sieht eigentlich alles gut aus. Lachs kann auch hergestellt werden, weil die Steinlinie noch da ist. Dann müssen wir das halt überspringen. Würde ich mal sagen. So, wir müssen aber kurz zurück zum Lagerhaus. Da war ja unsere Gutste. Die ausrüsten sollte. Mit Tarngugel. Tarnmantel. Und Schattendolch. Jo. Und dann kannst du auf deine alten Tage das geht schnell ins Zeughaus gehen. Wenn jetzt noch wüsste, wo sie ist, wäre das wunderbar. Aber die müsste ja gleich hier irgendwo auftauchen, ne? Ist sie das? Ne. Ach, die sind im Gefängnis, denke ich mal. Ne, die können ja eigentlich gar nicht im Gefängnis sein. Ach, die schmuggeln. Das sind Schmuggler gewesen. Jemand hat euch beleidigt. Ich bin da. Feier, was gibt es? So. Willkommen im Zeughaus der Stadt. Was Gerüchte gehört. Seid ihr bereit? Ich bewerte eure Talente. Und als gut. Ich will es unbedingt. So, ich hoffe mal, die stirbt erst, wenn sie wieder da ist. So, hier wurden irgendwo neue Beweise vorgelegt. Ist mir aber auch Wumpe. Liebesgilde macht sie gerade. Und wie sieht's jetzt hier aus? Ah, besser. Listig ist besser geworden. Wir sind noch immer zu großzügig und diplomatisch. Eine Gerichtsverhandlung wurde angesetzt. Das könnte unter Umständen daran liegen, dass wir Verwundete heilen. Wäre ungünstig, weil das würde ich gerne weitermachen. Weil es bringt halt Geld, ne? Und vor allen Dingen werden hier Schattendolche produziert. Gut, ich könnte die Schattendolche auch einfach so produzieren, aber na, was hast du jetzt für ein Problem? Die Flachs. Oder was? Wie macht ihr jetzt mit der Kräutermischung weiter? Ihr habt die Aufmerksamkeit einer Gilde erregt. Ach nee, es fehlen Dolche. Ihr werdet kein geachtet. Flachs. Es wurde Klage gegen eure Familie eingereicht. Da kommen aber gerade neue. Plädieren unschuldig. Urteilsfindung unschuldig. Oh. Nur ein Richter? Wäre aber nicht gut. Tatsache. Habe ich da vergessen, mich zu. Achso. Ah, Mist, weil da sind ja auch noch andere, ne? Ansehen 1. Eine Gerichtsverhandlung wurde angesetzt. Ansehen 1. Gut, weißt du was? Lass uns mal ein bisschen schleimen. Und zwar mit unserem Herr Bürgermeister. Was kann ich? Petra Freudenreich. Ich kann gerade nicht. Kannst du das nicht? Oder willst du das nicht? Ja. So. Auf der Karte gehen. Selbstverständlich. So, geht doch. Dann schleimen wir uns da ein bisschen ein, machen uns da ein bisschen beliebter. Kriegen wir auch Einfluss für, ne? Und wenn alle Stricke reißen, müssen wir halt bestechen. Oh, wir haben auch bald 200.000. Ist die Frau Freudenreich gewesen. Dann bleibe ich da mal noch ein bisschen weiter ein. 95%. Und hier zu Worte machen. Tuscheln, ich weiß gar nicht, was heißt denn das genau? Ich kann hier gerade unmöglich weg. Kompliment machen, ne? Süß soll's raspeln. Oh, ein Kuss auf die Wange, ganz unverbindlich. Ist ja in Frankreich ist das normal. Ist ja einfach nur Hallo sagen quasi. Jawohl.
So, 99% Liebschaft. Ihr seid eine Liebschaft. Und dann lassen wir das Ganze doch mal ein bisschen ausnutzen hier. 97%. Und bestätigen. Ich kann hier gerade bin beschäftigt. Hör doch mal auf. Hätte jetzt tatsächlich gerne mal die andere angeklickt. Ah, das mit der Zielauswahl hier, das kannst du voll vergessen. Mein Leben für euren Schutz. Ich bin beschäftigt. Ich bin gerade verhindert. Hehlschlag. Das gibt's ja wohl nicht. Dann mach den hier nochmal, um dich nochmal ein bisschen einzuschmeicheln. So, die sollte uns jetzt eigentlich mehr mögen. Ansehen 1. Yay. Ich bin zur Stelle. Oder wollen wir die auch noch bestechen hier? Jemanden verbannen? Stadtschlüssel überreichen. Er hat jemanden, dem ihm einen Schlüssel zur Stadt überreicht. Zu diesem dekorativen Schlüssel gibt es zusätzlich einen hübschen Beutel mit Talern und einigen Einfluss. Es kostet mich allerdings auf 200 Einfluss. Amt niederlegen, ja ganz bestimmt. Jemanden verbannen. Dieser äußerst mächtige Amtsprivileg ermöglicht es, jemanden aus der Stadt zu verbannen. Geht sorgsam mit dieser Macht um. Jemanden enteignen? Durch euer Amt seid ihr in der Lage, gemeinsam mit anderen Mitgliedern eurer Kammer den Besitzern eines Gebäudes zu enteignen. Mit dieser Maßnahme könnt ihr einen Antrag auf Abstimmung über die Enteignung einreichen. Uiuiui. Ich wollte bestechen, aber es kostet nur 1000. Nee. Bestechen ist zu teuer. Egoistisch und diplomatisch. Ach, nee, das ist auch nicht. Ist auch nicht so gut. Egoistisch und aggressiv. Das ist eher. Was brauchten wir denn hier nochmal? Bisschen mehr egoistisch und ein bisschen mehr aggressiv. Komplett schreiben. Bei der Stadt, genau. Direkt an der Kirche hängen. Komm. Ist gerade hier als mein Opfer auserkoren. Taverne? Nö. Wo haben wir denn? Lass uns das doch hier mal. Zufluss der Diebe. Beim Feind machen. Kandidatur war erfolgreich. Sehr schön. Da haben wir hier schon wieder voll. So, sie sollte jetzt eigentlich auf unserer Seite sein. Einsehen nur eins, aber gut. Vielleicht sollten wir es mal ausnutzen, dass wir jemanden enteignen können. Entscheidet euch, für mich natürlich. Und ja, wir müssen unbedingt zusehen, dass wir da oben schön eingeschleimt bleiben. So, wir sind kommen jetzt aber immer näher in den Bereich der Diebesgilde. Das ist schon mal gut. Das hängt, glaube ich, damit zusammen, vor allen Dingen, dass unsere Leute hier nicht mehr rumrennen und Einfluss sammeln, sondern nur noch Einfluss durch die Ämter erlangen. Und da müssen wir auch bald wieder für Nachwuchs sorgen, würde ich sagen. Moment, da hätte ich hier drauf gemusst. Das ist schöner zu sehen. Ich würde sagen, jeder mindestens 2 bis 3 Kinder, oder? Ne, 2. 2 bis 3. 2 bis 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hätten wir dann. Jeder kriegt einen Ehepartner, wären 14. Da müssen wir schauen. Hallo. Ihr ist ja ziemlich früh ausgestorben, leider. Schon wieder eine Gerichtsverhandlung? Oh, du hast nichts mehr zu tun. Komplett schreiben kann ich auch nicht nochmal machen, ne? Egoistisch und diplomatisch. Rechtschaffen egoistisch und diplomatisch. Großzügig, nö. Egoistisch und rechtschaffen. Nee, dann lassen wir das mal. Geld spenden bringt mich auch nicht weiter. Hier könnten wir eventuell noch. Wo war denn das? Mühlen der Bürokratie schmieren. Ah, das bringt auch, uns auch diplomatisch. Das wollen wir eigentlich auch nicht. Nee, dann lassen wir das so. So, was haben wir hier noch? Plädieren unschuldig. Urteilsfindung unschuldig bestätigen. Leider haben wir nicht mehr Richter im Amt.
nur noch eine. Was nicht so schön ist. Wir müssen vor allen Dingen aufpassen, dass die Konkurrenz hier nicht weiterkommt. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, ich lasse erstmal ein bisschen so weiterlaufen und gucken, wo wir enden. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, mach's gut, tschüss.